indem ich Ihnen die Datenbank gesprochenes Deutsch etwas genauer vorstellen möchte. Wenn Sie sich über den Browser hier die Seite aufgerufen haben, können Sie sich hier links in dem Feld erstmal einloggen mit Ihrem Nutzernamen oder Ihrer E-Mail-Adresse. Und wenn wir angemeldet sind, können wir hier oben den Menüpunkt Recherche auswählen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Uns interessiert die Suche nach Tokens, also nach Einzelwörtern, die besonders präzise Zugriffe auf die Daten erlaubt. Wenn wir das aufrufen, haben wir hier verschiedene Felder und wir sehen, wir haben verschiedene Abstraktionsgrade zur Auswahl. Wir können nach der literarischen Umschrift suchen, wie es tatsächlich im Transkript stehen würde. Wir haben die Möglichkeit, nach der orthografisch normalisierten Form zu suchen, wie wir sie in einem Zeitungstext zum Beispiel verschriftlichen würden. Und wir können hier auch nach der Grundform des Wortes suchen. Das nennt man auch Lemma. Wir probieren das einfach mal aus, auch gleich mit dem Vorschlag, der hier steht. Können und starten die Suche. Das sind jetzt sehr viele Treffer. Wir sehen es hier, deswegen eine Zufallsstichprobe von 10.000 Treffern. Das ist auch okay. Und jetzt sehen Sie, was ich meine. Wir haben nach Können gesucht, aber er findet eben auch die flektierten Formen, wie zum Beispiel kann, könnt und so weiter. Wir können uns jetzt hier über dieses Zettel-Icon den Transkriptausschnitt anzeigen lassen. Und wir können das auch noch über die Lupe ein bisschen vergrößern und können dann über Doppelklick an einer beliebigen Stelle in der Magnetschranke. Also beide Begriffe sind ja entsprechend kompatibel. Sie können beide Begriffe benutzen. Ist oft ein Problem mit der Klassenarbeit und dann der Alf, wie schreibe ich jetzt das? Ja? Also ich bin einverstanden mit Blending. Genau. Es sind immer so 10-sekündige Ausschnitte, die wir uns hier aufrufen können, aber das reicht eigentlich meistens, um einen ganz guten Eindruck von den Daten zu kriegen. Ich mache das mal zu. Wir können hier auch links uns ein bisschen Hintergrundinfo zu diesem Gespräch geben lassen. Wir sehen, es ist eine Unterrichtsstunde in der Berufsschule. Wir sehen, es ist die rheinfränkische Sprachregion. Es geht um Ottomotoren und hier sind also alle möglichen Metadaten hinterlegt. So, es gibt eine sehr schöne Möglichkeit, noch die Suche einzuschränken. Und zwar können wir hier mal auf Kontext gehen. Hier können wir sagen, welche Wörter rechts und links stehen sollen. Wir können es also auch benutzen, um nach Mehrworteinheiten zu suchen. Wir suchen jetzt mal nach kannst du oder so etwas Ähnliches. Also wir können hier das Lemma du eingeben und sagen mal ein Token rechts davon. Können den Kontext filtern. Dann wird jetzt erstmal sehr viel rausgelöscht und hier über diesen Mülleimer können wir das auch aus der Ansicht rauslöschen und jetzt bleiben also nur diese Treffer hier übrig. Ich möchte Ihnen noch eine weitere Suche zeigen und zwar suchen wir nach dem Wörtchen also. Wir kennen aus dem Schriftlichen eigentlich die Norm, dass das Wörtchen also immer syntaktisch integriert ist. Wir können zum Beispiel dann sagen oder schreiben und das ist also das Ergebnis, ja, mitten in den Satz eingebettet. Es gibt aber auch noch speziell im Mündlichen eine andere Verwendungsweise, die wir uns jetzt mal anschauen. Wir suchen jetzt erstmal nach also. Es sind wiederum sehr viele Treffer. Und was wir jetzt machen können, wir können hier über die Position Einschränkungen vornehmen. Und zwar können wir hier, wenn wir das mal aufrufen, da sehen wir, dass hier solche typischen gesprächsstrukturellen Einschränkungen vorgenommen werden können. Innerhalb eines Overlaps, vor oder nach einem Overlap. Was uns interessiert, ist hier Punkt 11 am Anfang eines Beitrags nach einer sprecherlosen Pause. Jetzt müssen wir die Suche nochmal neu starten. Wir sehen, dass hier diese Bedingungen jetzt in die Suche eingelassen wird. Das kann dann immer mal ein bisschen dauern. So, jetzt haben wir also nur Treffer, in denen also direkt zu Beginn eines Turns verwendet wird. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Beleg hier genauer an.
Und ich spiel's mal vor. Ist oft ein Problem in der Klassenarbeit und dann der Alf, wie schreibe ich jetzt das? Ja? Also, ich bin einverstanden mit Blende im Luftspalt oder Blende in der Magnetschranke. So, er ist jetzt schon wieder, er springt unheimlich schnell runter zu diesem Transistor. Okay, was wir, ich mach's nochmal auf. So, was wir hier sehen können, hier hat es also, vielleicht haben Sie es auch schon gehört bei der Audiospur, es ist gerade hier nicht in den Satz eingelassen, sondern ist syntaktisch desintegriert, wie wir sagen. Das heißt, hier ist ein Turn zu Ende, dann hat es hier so eine Einzelstellung und hier beginnt dann nochmal ein neuer Hauptsatz, ich bin einverstanden mit Blende im Luftspalt und so weiter. Und wir können ja mal versuchen, die Suche so einzuschränken, dass wir genau solche Verwendungsweisen finden. Das können wir machen hier über die Kontextsuche. Und zwar nehmen wir doch mal dann hier, dann können wir nach einem Personalpronomen suchen. Wir suchen also nach also und dann kommt direkt ein Personalpronomen, ein Token rechts. Das ist noch richtig und wir filtern den Kontext. Und können auch hier das wieder rauslöschen. So, und jetzt haben wir immerhin noch 571 Treffer, die möglicherweise genau solche Verwendungsweisen von also, wie sie ganz typisch ist fürs Mündliche, mal repräsentieren. Das mal als ein erster Einblick, wie man mit der Datenbank gesprochenes Deutsch umgehen kann. Probieren Sie es einfach aus mit ein paar anderen Dingen, die Sie für typisch halten für mündlichen Sprachgebrauch. Viel Spaß!